Hallo und herzlich willkommen hier bei der heutigen Folge bei Kettle of Cops. Wir gruppern jetzt weiter. Wie vorgesehen, lassen wir mal kurz einschalten. Lassen wir arbeiten, ne? Hier fliegen die Fetzen. Aber sauberes Arbeiten. Das sieht nach einer frischer Saat aus oder ist die gerade neu ausgekeimt? Kann sein. Denn jeder Korn wird ja in Drescher aufgefangen. Ein Teil fliegt auch im Feld auch runter. Und das lässt man annehmen, erst aufkeimen. Damit es beim nächsten Mal nicht als Verunreinigung mit reinkommt. Der ungünstig, ne? So wie oben links. Muss man eigentlich wegmachen, ne? Wenn man hohe Qualität haben will, dann sollte das eigentlich nicht da stehen bleiben. So, nächste Bahn. Ich habe jetzt gedacht, naja, das kommt erst mal alleine fertig. Aber ich habe mir überlegt, Mensch, wenn der Professor mir was sagt, da wollt ihr dabei sein. Denke ich mal, so würde ich das sehen. Und da ist er meistens mal durch. Zügig arbeiten, dann ist er bald fertig. Geht ja voll automatisch und schnell. Denke ich mal, ne? So ein bisschen die Leistung untergefahren vom Rechner. Man sieht man nicht, aber nach wie vor relativ hohe Temperatur. Aber gut, das muss ja Rechner abkönnen. 80 Grad, ne? Oh ja, siehst du. Die erste Beobachtung erfolgt so flach wie möglich. Theoretisch kann man die Scheibenwinkel 2 cm flach arbeiten. Allerdings muss der Landwirt darauf achten, dass die Scheibe nicht nur über den Boden rollt, sondern auch noch arbeitet, die Erde bewegt. Ja, es geht darum, das Getreide im Wachstum zu unterbrechen, ne? Darum geht's. Glaub mir, die erste Aufgabe wäre gewesen, die Bäume zu fällen hier, dass wir hier gescheit wenden können. Aber hier müssen wir Ecken hier. Verstehe ich sowieso nicht, um so breiten Flächen links und rechts haben. Ja. Bei mir zu Hause sind große Felder, so eine. Das höchstens ein Graben zur Straße. Ansonsten sind die Straßen, die Felder meistens dicht an, also so groß wie möglich. Und möglichst wenig Flächen links und rechts. Denn die Herrschaft müsste mich wirtschaftlich arbeiten. Und da zählt jeder Quadratmeter, ne? Da gibt es auch noch andere Flächen, die genutzt werden. Für Natur, wo sich das Bearbeiten nicht lohnt, als Ausgleich. Selbst wenn der Boden teuer ist, auch in der Pacht, ist ja auch stark gestiegen. Nach Hören und Sagen, da die Preise sind ja auf dem Keller, da muss man halt entsprechend gucken, dass man das in Einklang bringt, ne? So, aber das ist eigentlich eine schmale Arbeitsbreite, würde ich mal meinen. Ich glaube, das ist breiter, alle arbeiten können. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Allen einen schönen zweiten Advent. Was ich garantiert bei dem LSW vergessen werde, weil die Frauen zum Schluss kommen. Und am besten aufschreiben.
Aber wer mich kennt, der weiß es. Und so nicht denke. Ne, wir wollen nicht da, wir wollen da arbeiten. Auch nicht sauber gearbeitet links. Pech haben wir nacharbeiten. Die nötige Fläche, um den gelben Balken voll zu bekommen. Ja, Karrieremodus sicherlich. Wahrscheinlich im neuen Jahr starten. Aber wir machen mal das Szenario fertig. Aber noch zwei. Und das wird schon werden. Flügen wird lustiger, denke ich mal. Noch kleinere Flächen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen breite Reifen oder so, keine Ahnung. Hier noch so viel Ressourcen frisst, das bewegt sich doch nichts. Gras vielleicht? Ich weiß es nicht. So. So, mal hingucken, ne? So, ja. Der fährt ja so automatisch. Von daher. km/h, 10,5. Achso. Fährt automatisch, wollte schon gegenlenken. Ja. Was da können wir zumachen so lange? Hintergrundmusik läuft, ja, gut läuft. Muss ich mal eingreifen, er fällt gerade aus, woanders hin. So. So, was sagt der Professor? Die flache Bodenbearbeitung dient dazu, Unkraut zu haben und Ausfallgeteile, wie ich es am Anfang mal sagte, die Körner, die man beim Mähdreschen bei der Ernte nicht aussieben konnte, mit der Erde in Verbindung zu bringen, sodass die Körner anfangen zu keimen. Im zweiten Abgang, einige Tage später, wird etwas tiefer gearbeitet, sodass das Wachstum der Keimlinge unterbrochen wird. Das ist der erste Schritt, die nachfolgende Frucht frei von Unkräutern zu halten. Aha, okay. Gut, das stimmt allerdings als mechanische Bearbeitung. Da kann so ein Unkraut im Wachstum genannt werden, ne? Bei den allermeisten jedenfalls klappt's. Ich habe mir hören lassen und sagen, die Quäke, also die Quäke kenne ich von zu Hause auch. Und zwar aus dem Garten. Da hilft nur raussammeln, und zwar jede Wurzel. Das Hacken bringt da überhaupt nichts. Die wird dadurch höchstens vermehrt, weil im Prinzip die Wurzeln sich da über die Wurzel vermehren. Wenn man eine Wurzel trennt, dann wächst draußen neue. So ist das. Und das würde in dem Falle sogar der Quäke fördern. Also da hilft nur das, die chemische Keule. Leider. Ganz ohne geht es dann nicht. Aber wenn man die Quäke einmal raus hat, vom Feld, dann braucht die eine ganze Weile, um in der Mitte wieder reinzuwachsen. Aber die Feldränder entsprechend Quäke wächst, dann ist natürlich klar, dass irgendwann die wieder vom Rand reinwächst. Ne? Ist halt so. So, da haben wir sie da. Das
Er braucht aber ein bisschen, bis es wieder durch die von innen aus Ansicht das wieder entsprechend herzurichten, ne? Dass wieder alles zu sehen ist. Wenn wir Gas geben, ne? Das schaffen wir auch in der Folge. Und dann mal sehen, wenn die Arbeit fertig ist, was er von uns dann hat, ob wir das im Hof fahren können. Wahrscheinlich. Die Ecke muss zurückgebracht werden, ne? Aber das machen wir noch fertig und dann geht's im Hof. Wenn die Mello kommt, wir können zum Hof fahren. Natürlich wäre es hier besser gewesen, man hätte erst die Feldreihen gemacht und dann den Rand, weil man da ständig überfahren müssen. Oh, die fahren auf der Wiese, ne? Ja, die Felder sind ein bisschen klein. Da kann man fast nicht so gut arbeiten, wie man möchte. Ich liebe GPS. Verwende ich ihn bei LS fast gar nicht oder gar nicht. Weil da habe ich ja eine weit größere Karte. Oder Karten. Und da lasse ich viel KI machen, also Helfer oder Kurzwegfahrer. So abfahren mit Autodrive. Weil wenn du alles machen willst, das schaffst du allein nicht. Das ist nicht mehr möglich. Und ohne diese kleinen Helfer. Hellfest, ne? Das ist schon gut, wenn man die hat, ne? Hier gibt es aber auch eine kleine Helfer, die sind mehr Angestellte halt, ne? Ne, die nächste. Auf geht's. Geht auch ziemlich zügig. Fünften Gang. Ja, ich hatte schon mal erwähnt, dass die Traktoren eigentlich verschiedene Gruppen haben. Und oh, wie ist das, sag ich doch. Wir werden eigentlich mit durch. Aber wir machen das fertig. Da sind wir jetzt aus Erfahrung schon mal. Ja. Bei der Aussaat, beim Mais halt gemerkt, was du machst, ist fertig und was nicht, das ist halt nicht fertig, ne? In dem Falle wäre das ungünstig, ne? Man guckt hier ein bisschen Schritt oder was da nicht gemacht wurde. Egal, lass das so sein. Aber wir werden jetzt zum Feld fahren, ist nicht mehr viel. Ein, zwei Mal noch. Und dann ist gut. Alle oben. FPS 47. Wird ein bisschen runtergehen, also 60er Rahmen. Ja, keine Meldung, nee. Ich achte ein bisschen drauf, dass es auch alles einigermaßen passt. Es sollte nicht ruckeln, ne? Nein, wir müssen doch erst dahin. Ich glaube, bisschen die paar Stellen machen auch nach. Den Stolz habe ich jetzt. So. V. Gehen wir hier rein. Das müssen wir ausmachen. Sonst wird das nicht lustig zum Hof fahren. Fertig. Klammert böse hier. Da ist noch ein bisschen. So sind die Spuren zu sehen. Natürlich. Naja. So,
fahren wir die Spuren wieder zurück, dass wir ein bisschen die Spuren wegkriegen, ne? Was hat Meister jedenfalls? Vollgas. So. Im sechsten Gang sind wir jetzt. Na, ob ich noch einen Schaltlock besorgen kann, um das realistisch zu machen. Linke geht nicht. Linke. Ah. Wie gesagt. Ist doch einiges sehr ähnlich mal lässt, ne? Also das ist schon hilfreich. So, fahren wir vom Feld runter. Jede Spur machen wir nicht. So. So und X. Jetzt haben wir zur Straße. Gehen wir mal kurz. Da kein Auto kommen, ne? So. Lass uns Tempomat fahren, ne? Also Automatik. So. Wir fahren jetzt zurück zum Hof. Dann schauen wir mal, was wir machen können, ne? Eine neue Aufgabe beginnen wir dann in der neuen Folge, ne? Wünsche euch noch allen einen schönen Rest Sonntag. Und gönnt euch vielleicht Lebkuchen oder ein Stück Kaffee oder ein Stück Kuchen oder ein Stück. Einen Schluck Kaffee. Ja. Dann sage ich mal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.